Konsequent behandelt die Literatur alles, was sich ihr aus politischen, aus sozialen, aus philosophischen, religiösen, psychologischen, wissenschaftlichen und anderen denkbaren historischen Kontexten ergibt, ästhetisch, das heißt aus seinem nutzbringenden Kontext gelöst und in den Horizont eines spielerischen Umgangs überführt. Diese Arbeit der Literatur an der Sprache ist subversiv, sie ist verdächtig, sie ist wissenschaftlich undiskutabel. Dennoch ist mit Schiller festzuhalten, dass erst in solcher Tätigkeit des freien Spiels, der Mensch zu sich selbst kommt. Die Dichter lügen zu viel, lässt Friedrich Nietzsche seinen Zarathustra sagen. Er meint allerdings, dass sie angesichts der Verwertbarkeit von Sprache gar nicht genug lügen können. Les poètes sont des hommes qui refusent d'utiliser le langage. So Jean-Paul Sartre. Die Verweigerung, die Sprache zu benutzen, diese Erkenntnis ist positiv zu formulieren. In der Literatur und in ihrem Umgang mit Sprache wird mit dem konventionellen Kontext des Wahrnehmens und des Verstehens gebrochen, ebenso mit der Gewissheit der Gegensätzlichkeit von Sinnlichkeit und Vernunft. Sprache wird zum sinnlichen Reflexionsorgan des Menschen. In ihr werden die Wörter ihrem vertrauten Gebrauch und ihrer gewohnten Funktion entzogen und frei für eine neue Dimension des Daseins. Das könnte wie ein ästhetisches Spiel aussehen, das man den Literaten als Hofnarren gerne angesichts des kanonisierten Sprachgebrauchs gönnt. Es ist mehr. Das Nein zum Funktionieren der Sprache im Sinne einer Begriffssprache oder im Sinne eines semiotischen Zeichensystems ist, wenn die Sprache sinnliches Reflexionsorgan ist, ein Nein zum Funktionieren des Menschen und es ist ein Ja zu seiner subjektiven Verwirklichung in Sprache, das heißt mit Schiller zu sprechen in Freiheit. Das ist unbequem und Literatur ist selten bequem.